Servus miteinander heute zur nächsten Folge von Espresso Tycoon. Wir haben die erste Mission abgeschlossen und jetzt kommt die zweite Mission. 2 von 10 steht da. Smelly Cat. Was geht's da? Die Geschichte ist, nach einem erfolgreichen Praktikum in Kapstadt, kennen wir ja, hast du ein Flugticket in die geschäftige Stadt New York erhalten. Diesmal bist du dafür verantwortlich, den Glanz eines verfallenen Cafés wiederherzustellen. Also wirklich nicht mehr diesen Transporter, sondern ein echtes Café. Ein Gebäude. Die berühmte Musikerin Phoebe sucht einen neuen Ort für Auftritte. Vielleicht kannst du sie überzeugen, deinem Café zu spielen. Okay, ich brauche für die Mission eine Gitarre, Gitarrenverstärker, Bewertung von 30. Besitze Barista mit der Fähigkeit Kaffee auf Mindset-Stufe nicht schlecht. Ah, okay, das heißt, wir brauchen einen Barista, der gewisse Qualität hat. Gut, Mission starten. Okay, das ist das Gebäude. How was your flight from Cape Town? I hope you handle 22-hour flights better than I do. Anyway, here we are in New York. They say the city never sleeps, so it seems like a perfect place for another coffee shop. This place has potential, but we'll have to work on it. Starting, of course, with the brand. Okay. Dann müssen wir jetzt das Café ein bisschen herrichten, so wie es ausschaut. Okay, wir können das... Ja, ich... Achso, das hat er jetzt nicht gespeichert. Das ist aber schade. Pirate Espresso. Schrift. Das ist aber auch gar nicht so schlecht. Das ist so diese. Ist das nicht sogar Nespresso-Schriftart von Nespresso? Jetzt schaut diese Typewriter-Schriftart gar nicht so schlecht aus, finde ich. Oder was sagt ihr? Ist eigentlich ganz so schlecht. Und vorher habe ich das gehabt. Ah, das passt jetzt nicht mehr. Jetzt nehme ich das. So. Und das könnte jetzt wieder anpassen. Das macht jetzt aber Sinn, das mal anzupassen. Ich kann leider nicht die Dings verstellen, die Sicht verstellen. Also entweder rot. Grün ist auch okay. Ich mache grün. A recognizable brand is a must-have in such a competitive market. Now let's take care of the coffee shop itself. At this moment, it's very neglected, but I'm sure you can quickly bring this place back to life. Do you see this cabinet in the middle? The previous owner must have left it here. Let's sell it to make some space. Okay. Verkaufe Dekoartikel. Also das Ding hier brauchen wir wohl nicht mehr. Das ist doch schöner Schrank, schönes Regal. Aber anscheinend muss ich es verkaufen. Da ist wieder so eine Taube. Hau ab, Taube. Die haut echt ab, wenn man draufklickt anscheinend. Interessant. Deko. Jetzt muss ich wahrscheinlich draufklicken. Ah, okay, jetzt könnte ich das verschieben. Ah, Delay zum Verkaufen. Halte Left Alt zum Einrasten. Delay zum Verkaufen. Not only did we get more space, but we also got some extra cash. Remember, if you ever need some money, you can always sell some of your furniture. Anyway, It's time to renovate the walls and floors. Okay, dann machen wir eine Renovierung. Das schaut echt ganz schön kacke aus. Ändern Wand, ändern Fußboden, schließen Dekorationsfenster, wenn erledigt. Okay. Dann Dekoartikel. Okay. Wände. Ah, okay. Freundliche Wand. Backsteinwand. $4 pro Quadratmeter. Nein, wir machen das günstige. Ja, das ist doch auch Backsteinwand. Ah, das ist eine schöne Backsteinwand. Und das hier ist eine hässliche Backsteinwand. Ah, okay. Dann machen wir das noch. Ka-ching. Dann machen wir das noch. Aha, okay. Das schaut doch gar nicht so schlecht aus. Im Klo ist es egal.
Da kann die Wand abbröckeln, das ist egal. So, ändern Fußboden. Fußböden. Orangefarbenes Holz oder rustikales Holz. Wie schaut das aus? Nice. Sehr, sehr edel. Und billige Version. Das ist auch nicht schlecht. Ist doch total schick. Kann man das seitlich auch noch anpassen? Nee, kann man nicht. Ist egal. Schaut doch schon mal richtig geil aus. Doch. Auf jeden Fall. Ich finde das gut. So. Zack. Change. Now the coffee shop looks awesome. It reminds me of some popular TV show from the 90s. I can't remember. Anyway, let's keep on working. It would be a waste to have such a cozy space and not add some tables and chairs. Let's do it now. Was meinten die für eine Serie? Wisst es ihr? Also ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben. Mir fällt es gerade nicht ein. Ich weiß gerade nicht, welche Serie ihr jetzt meint. Schreibt es in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Wir haben so einen gemütlichen Raum und es wäre eine Verschwendung, wenn wir keine Tische und Stühle einfügen würden. Das sollten wir jetzt wirklich tun. Es kommt jetzt übrigens kein Pfeil mehr auf die Dekoartikel. Jetzt geht das Spiel davon aus, ich weiß, was ich tue. Das stimmt auch. Bin mir einer auf den Kopf gefallen. Irgendwann kann ich es einmal. Irgendwann kann sogar ich. Das schaut ganz schön. Das sieht aus, aber ich glaube, das ist Marmor. Ja, das ist Marmor. Deswegen schaut es so aus. Es schaut so versüfft aus irgendwie. Habe drei Tische. Wir werden drei Tische kaufen. Kann ich nur die Tische? Sitze, Tische. Jetzt sehe ich mal die Tische, die es alle gibt. Ja, von teuer nach günstig sind die sortiert. Günstiger Tisch. Interessant. Stilpunkte 0. Oder ein runder Tisch, Stilpunkt 1. Holztisch. Aha, okay. Ah, okay. Gut. Aber wenn ich jetzt da einen Tisch hin mache, dann weiß ich nicht genau, ob die Dings passen. Ob die Stühle hinpassen. Lydia, einen wunderschönen guten Morgen, grüß dich. Schau mal, ich fange jetzt wie du an, so Games zu zocken, die nicht mehr Sea of Thieves sind. Heute spiele ich Espresso Tycoon. Ist diese Woche rauskäme, am Dienstag glaube ich, ist rauskäme. Habe ich mir gerade gekauft. Für mich doch super, für meinen Espresso Sonntag. Ich bin gerade dabei, eine Kaffeebar einzurichten. Es ist mega lässig und ist eine Wirtschaftssimulation. Ich mag sehr gerne Wirtschaftssimulationen, wenn sie gut gemacht sind. Wenn sie wirklich intuitiv erstens sind, also einfach zu benutzen, aber eben auch, dass man sich reinversetzen kann. Und das schaut ganz gut aus bisher. So, wir kaufen nochmal ein paar Tische. Was war jetzt das für eine? Das war der da, genau. Wie viel brauche ich? Drei Tische. So, Sitze. Günstiger Stuhl. Monarchie, stilvoll. Stilpunkte 2. Monarchie. Wie geht's dir, Lydia? Alles gut bei dir? Schau mal, ich habe einen Greenscreen endlich wieder. Vorgestern habe ich einen Teststream gemacht, wo ich den Greenscreen aufgebaut habe. Habe mal an die Decke geschraubt, endlich mal. Nach 7 Monaten. Jetzt habe ich endlich wieder einen Greenscreen hinten dran und ohne diese komische Ansicht vom Raum. Jetzt sieht man leider keine Katzen mehr, aber ja. Dann halt die Katzen in die Kamera, wenn sie kommen. was kaufe ich für einen Stuhl? Die Monarchie will ich nicht, aber irgendwie gibt es da keinen günstigeren. $60 für... Die sind doch nicht sortiert. Warte mal, sortieren nach billigste.
Jetzt. Das ist für mich wichtig. Billig muss es sein. Billig. Hier, Alu. Alu-Stuhl. Sehr schön. Mehr gibt's nicht. Tatsächlich kann ich das mit Alt nicht ordentlich ausrichten. Komisch. Ah, da steht es sogar, wenn es keinen Anschluss hat an den Tisch. Jetzt hat es keinen Anschluss. Und wenn ich den hinhalte, dann hat es Anschluss. Und wenn ich das mit Alt ausrichte, dann geht es nicht. Interessant. Vielleicht muss ich den Tisch auch am Raster ausrichten und dann geht's. Das kommt vielleicht Zeit. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. You are a natural born interior designer. Now that our cafe isn't so empty anymore, we have to hire a barista. Since our place isn't very popular yet, I saw only one CV sent by. Let me check. Rachel Bean. Well, let's hire her. Natürlich ist ja praktisch für den Barista. Wenn er der einzige Bewerber ist, dann wird er genommen. Wir sind sehr beliebt anscheinend. Jeder reißt sich bei uns drum, dass er arbeiten darf. Nicht. Charaktereigenschaft Charisma. Dienstalter 1 Jahr. Bevorzugt nachmittags. Ja, diese Halbtagsjobber immer. Eieiei. Gehalt $72 pro Tag. Boah. Kunst schlecht. Warte mal. Kaffee schlecht. Milch schlecht. Sehr, sehr schlecht sogar. Kunst schlecht. Schnelligkeit nicht schlecht. Gehalt $72. Naja. Hilft da nix. Kommt zu uns. Ich kann jetzt das Gehalt anpassen. Gibt ja weniger. So. Okay. Ich könnte sogar eine Reinigungskraft kaufen, Handwerker und Sicherheitsdienst. Interessant. Rachel Bean, that reminds me of someone. She is now part of your business, but she has no clue when she should start her shift. So let's set up her schedule. Remember, each employee prefers different working hours. Mhm. Kann natürlich bloß nachmittags arbeiten. Setze den Schichtplan für den Barista. Ah, es gibt einen Schichtplan. Jetzt wird es aber ganz schön detailliert. Krass. Okay. Zeitplan. Mhm. Interessant. Und vielleicht ist es ja so, dass wenn der Schichtplan nicht zu dem Barista passt, dass er dann kündigt. Hm. Gut, aber jetzt kommen wir nicht mehr rein in sie. Warte. Wo steht das? Wo steht denn der Schichtplan? Ihr Vorlieben für eine Schicht. Hm. Das ist jetzt doof. Da steht nochmal. Bevorzugt nachmittags. Okay. 10 bis 22 Uhr ist aber nicht nachmittags. Ab 12 Uhr ist nachmittags. Ist ja komisch. Hier, 12 bis 0 Uhr, 13 bis 1 Uhr, 11 bis 23 Uhr. Das ist das Maximalste, was ich geben kann. Mehr bekommst du nicht. So, okay. I see you successfully assigned her the hours. Now let's wait till she starts her shift. Remember, when there's no barista in the coffee shop, you can always skip time until the next one shows up. Klar, weil da kommt jetzt kein Kunde rein, wenn kein Barista im Coffee ist. Aber in 16, 15 Sekunden kommt der Barista. Sehr schnelle 15 Sekunden. Und dann geht die Arbeit los und dann kommen auch die Kunden. Great. We're almost done setting up the coffee shop. I've already organized some supplies, such as coffee beans, water filters, takeaway cups and milk. However, we've been using cheap, low quality supplies so far, and it's time to level up. Let's prioritize getting better coffee beans from a reliable provider. Na endlich. Scheine Kaffeebohnen sind wichtig. Oh, da kommt der erste Kunde. Na, das ist der Barista. Vorräte. So. Okay, okay. Also hier kann man auf jeden Fall verschiedene Kaffeebohnen auswählen. Priorität Kaffeebohnen ändern, um Dreamway-Bohnen zu verwenden. Ach so, das hier ist die Priorität da links. Ah, jetzt habe ich das verstanden. Priorität für diese Lieferposition erhöhen.
erhöhen. Ah, okay. Und ich brauche Dreamway. Zack, zack. Dreamway ist jetzt ganz oben. Okay. Und wieso kann ich jetzt nicht bestellen? Ich will bestellen. Macht das jetzt keinen Sinn? Warte das von selbst vielleicht. Das könnte sein. Now that you know how to use different supply providers, it's time to open your coffee shop. But did we forget something? Of course. We forgot to set the menu and prices. Let's ja, do that now. Natürlich. Preise festlegen, das ist wichtig. Menü. Espresso. $2.42 kostet es für den Kunden. Erhöhen nochmal. $2.72. Dann einen Espresso Doppio. Zum Menü hinzufügen. Der sollte eigentlich teurer sein. Ja. Ganz schön heftige Preise. Und ein Americano. Now we are truly ready. Let's open the coffee shop. Okay. Klicke auf das Eingangsschild, um das Kaffee zu öffnen und die Kunden einzulassen. Kaffee. Kaffee geöffnet. Ich konnte das WC schließen. Das ist ja witzig. It's officially open. Now it's just a matter of time until it will be full of customers. Do you see this elderly gentleman? Let's see who he is. Das Café eröffnet ohne Luftballons. Man macht immer so Neueröffnung, Neueröffnung. So, hier haben wir einen Kunden. Der Senior, soziale Gruppe freigeschaltet. Senioren sind wie Schatzsucher. Sie wissen, wo die guten Sachen sind und schätzen einen gemütlichen Ort zum Ausruhen und Plaudern. Seien Sie nett zu ihnen. Und sie könnten einige der erworbenen Weisheiten mit ihnen teilen. This is Tom Heckles, a senior. He's about to buy a coffee. As you can see, Tom appreciates the fact that your coffee shop is clean. Achtet auf Sauberkeit. Keep it that way. Okay. Er ist zufrieden. Passt. Espresso. Es ist nicht mein Lieblingskaffee. Wahrscheinlich morgen einen anderen, haben die in den Top. Selling that coffee multiplies. Money multiplier is a secret ingredient of our world. You earn more when your cafe looks nicer. Each decoration item gives you some style points. And when you get enough of them, your money multiplier increases. Let's do it now. Okay. Jetzt kommt der nächste Kunde. Nice. Americano. Und nochmal der nächste. Oh, die sind gleich angepisst, weil sie warten müssen. No! Jetzt sind sie sauer. Espresso Doppio. Also die sind noch nicht sauer, so wie es ausschaut. Aber es schaut nicht so gut aus. Der Preis von Americano ist ein bisschen hoch, aber ich habe beschlossen, es dann noch zu versuchen. Ganz schön was los hier bei unserem neuen Lokal. So cool. Überprüfe Geldmultiplikator. Fahren Sie mit der Maus über das Symbol von Geldmultiplikator, um Informationen darüber zu erhalten. Okay. Machen wir jetzt gleich. Dann würde ich sagen, oh, Errungenschaft freigeschaltet. 10 verkaufte Kaffees. Cool. Und die ersten 10 verkauft. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder bei der nächsten Folge. Ciao.